Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ich bin der Eddie und ich stehe hier auf dem Mount Silveridge und bin in der gleichnamigen Karte unterwegs. Silveridge Peaks oder wie sie heißt. Wir schauen gerade schnell. Genau, Silveridge Peaks. Der Rocky Mountains. Es ziehen gerade brutal viele Wolken hier auf. Ringsherum, normalerweise sieht man hier Berge. Gerade vorhin war es auch noch ganz klar, jetzt ziehen hier so Wolken auf. Richtig cool. Fast wie bei mir zu Hause. Da ist es auch oft so. Also bei uns in den Alpen. Ich bin ja nicht weit weg. 40, 50 Kilometer. Dann bin ich mitten in den Bergen. Von mir aus. Also Straßenkilometer, Luft hier in den Dicken weniger vielleicht. Ah, ist doch schön hier. Jetzt wäre es noch cool, wenn die Wolkendecke unten relativ dicht wäre und man oben die Gipfel sehen würde. Das ist immer so richtig, das ist das Coolste, was es gibt, finde ich, im Gebirge. Du läufst von unten hoch, hast erstmal oben Wolken. Dann kommst du irgendwann durch die Wolkenschicht durch, wie auf Watte. Und es schauen nur noch Berggipfel raus. Das ist wirklich ein erhabenes Gefühl. Ja, das war eine der letzten Missionen. Ich habe ja am Ende unserer letzten Aufnahme gesagt, ich gehe noch kurz irgendwo hoch zu so einem Punkt. Ja, da habe ich dann Spuren gefunden von einer Frau und von Blutspuren von den Bären und ja, musste dann zu einer Hütte, von der Hütte hier auf diesen Gipfel, wo ich jetzt eben bin. Aber ich glaube, dass hier oben, hier ist nicht wirklich viel geboten. Ich laufe mal hier an die Kante. Hier unten habe ich im Hochgehen, ich kam über diese Flanke hier hoch und habe da, wir sehen es hier auf der Karte, also hier Blickrichtung, hier zwei Schafe geschoren. Drum sind da so rote Punkte auf der Karte. Aber man kann hier auch nicht, also hier, da war noch mehr von diesen Schafen, die sind hier über diese Hügelkette nach da unten. Aber wir können die sowieso nicht sehen wegen hier. Rennt der Distanz zu weit weg. Selbst wenn da welche wären. Ich musste hier eine Kiste aufheben. Da war irgendwelche Rasseln drin. Die stand genau hier zwischen den Blumen. Jetzt bin ich jedenfalls hier oben und würde vorschlagen, dass ich mich gleich einer kleinen Schnellreise unterziehe. Denn ich habe die Befürchtung, dass wenn ich jetzt hier runterlaufe, wir eher einen Wandersimulator haben als... Ich wollte euch den Blick bloß nicht vorenthalten. Als eine Jagdsession, wollte ich sagen. Und deshalb würde ich vielleicht vorschlagen, wir gehen dahin und latschen mal hier über diese zwei Punkte, oder? Er ist zwar nicht allzu weit, aber komm. Zack, mal ein Stück ins Tal, dann sparen wir uns den Abstieg hier. Wo war ich denn? Hier war ich. Ja, hier war ich gerade. Jetzt sind wir hier. Und wir gehen mal kurz nach. Was jetzt hier Wegpunkt setzen, das wollte ich gerne machen. Jawohl, so, nach da. Weiter als gedacht. 500 Meter, ich dachte, das ist näher. Aber das macht nichts. Wir haben hier den Vorteil des High Ground. Schauen auf den See hinunter. Bergziege, Warnruf. Das
sie uns jetzt schon wieder, ne? Wahrgenommen hat. Ich schaue mal ganz kurz im Codex. Bergziege 4. Munitionsklasse 4, jawohl. Da sind noch mehr Dinge. Pity. Sehr leicht. Der hinten ist der. Das hier ist der. Nee, nicht mal. 4. 480. Das ist der schwerste, der hier. Bergziegen. Was war auf der Seite irgendwo? War doch auch gerade irgendwas. Hier müsste ich näher ran. Den kann ich leider nicht markieren. Aber wenn die hier alle sehr leicht, sehr leicht, sehr leicht, dann müsste der dahinter. Bergziegen. Einen von denen hier gönnen wir uns jedenfalls, würde ich sagen. Die Frage ist nur welchen. Wie weit mache ich weg? 250? Ja, ungefähr. Ich lade mal nach. Und wir schauen mal. Einer. Auf jeden Fall. Das hier war, glaube ich.
Der zweite ist auch umgefallen. Es ist dunkler geworden, der Fleck. Sieht so aus, als wenn zwei übereinander liegen würden. Wir könnten jetzt noch verdachtsweise einfach hier auf so eine Bergziege schießen. Aber ich weiß nicht. Jetzt lass uns erstmal da Richtung dem Ding gehen, falls die dann noch da sind. Kann ich das ja immer noch versuchen. Vielleicht kommt uns die hinter uns ja hinterhergelaufen und will auch dahin. Wir werden sehen. Schauen wir erstmal. Wer da einen oder beide erwischt haben. Anruf. Das ist dasselbe Gebiet, das wir hier schon aufgedeckt haben. So, da unten ist die Spur. Der große Blutfleck, der geht wohin? Hier hoch auf jeden Fall. Derselbe sein, ja. Wir schauen gleich mal. Wir den Kameraden hier anständig erwischt haben. Hummer, selber. Verwertungsprüfung 0. Möchte ich bloß noch kurz gucken, ob wir den anderen nicht auch erwischt haben, anständig. Wird uns gleich von hinten der Puma anfallen. Ich gehe jetzt einmal aus, dass der in die gleiche Richtung weggelaufen ist. Allerdings kann ich keine zweite Blutspur momentan sehen. Müsste ja theoretisch, die standen ja quasi hintereinander, der hat ja nicht reagiert.
Es könnte nämlich auch sein, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das kommt schon mal vor, dass hier irgendwo ein Tier überhaupt nicht reagiert. Was auch erklären würde, wieso der einfach stehen geblieben ist, während die anderen weggerannt sind. Ab und zu hat das Spiel ja dann mal so ein bisschen so einen Fehler. Das ist nicht ganz fehlerfrei. Wir haben hier jedenfalls, so wie ich das sehe, keine zweite Blutspur irgendwo. Schade. Ich schaue jetzt noch die hier unten an, einfach nur um sicher zu gehen. Aber ich glaube, das sind die von den Bergziegen. Nee, nicht mal. Aber jedenfalls kein Blut dabei. Schade. Ist der anscheinend ein bisschen verbuggt da? Ist. Mein Auge doch nicht getäuscht. Hab ich doch noch was gefunden. Nicht mehr weit sein. 25% maximal. Da liegt das Tier. Aber so. Lungenflügel links. Schauen wir, wo die ist. Kätzchen sich rumtreibt. Belohnung im Club. Schauen wir nachher mal. Hab ich eigentlich Inventar? Schön wäre es, wenn der noch mal was von sich geben würde. Weil die laufen immer schnell ziemlich weit. Da bringt es eigentlich nichts, sonst dass ich mich hier. Ruhig Gebet. Ach,
30 bis 17, wir haben 14, 30, grob. Aber der hat uns mit Sicherheit schon wahrgenommen. Das hier eigentlich? Mhm. Bergziegen. Zurück. Und wo sind denn die eigentlich hin? Da war gerade was. Könnte der Puma gewesen sein? Ups. So sehen wir natürlich nicht. Hier rein irgendwo. Zack, verschwinden sie. 420 Meter weg. Das ist ein bisschen schade. Ruhegebiet entdeckt. Hab's mir fast gedacht. Von dem Baum da ein Stück vor. Dass die mich wenigstens. Hinter dieser Gruppe hier. Wir können ihn leider nicht einsehen. Das wäre für mich natürlich der schönere Jagderfolg als wie die Bergziegen. Ich gehe mal hier zwischendrin. Ne? Kommt von den Hund hinten. Das geht gerade so, weil der Puma. Naja, okay, der wird uns. Der wird bessere Näschen haben, vielleicht. Ja, obwohl, wer weiß. Da ist er, oder? Jo.
hat er doch auf unseren Ruf reagiert. Probieren wir es nochmal. Hier ist er doch rein. So wie ich das sehe, nicht mehr rausgekommen. Wie weit ist denn das weg? Ich glaube noch nicht zu weit, ne. Ach, da ist er. Interessant. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstiger Schuss, würde ich sagen. Das lassen wir lieber. Irgendwie hat er keinen Appetit auf verletztes Rehkitz. Hinter dem Baum latscht er hoch. Schießen wir halt eine Ziege. So, schauen wir mal. Ich würde nicht sagen, aber meines Erachtens nach soll jetzt 5 Treffer drauf sein. Ist ja wahrscheinlich so einer drauf. Ich bin nicht ganz zufrieden hier. Das hier, glaube ich, ist auch nicht Sinn der Sache. Ich weiß nicht, ob diese Textur hier drauf sein sollte. Ich würde es einfach mal behaupten, da stimmt was nicht. Ich würde sagen, eine braune Textur. Wäre okay.
Jetzt machen wir es anders. Jetzt schauen wir mal nach dem. Ich glaube, das hier könnte in die Hose gegangen sein. Die Textur sieht jedenfalls seltsam aus auf dem Weg und ich denke nicht, dass die da drauf gehört. Ist ja hier rüber gelaufen, das Schaf. Ich schaue jetzt mal schnell. Habe ich irgendwo hier eine Blutspur finde, ansonsten muss ich. Passt schon. Hier. Wehe, das ist. So lange unterwegs gewesen und da hinten rüber gelaufen. Dass das quasi umgedreht hat. Ich hoffe nicht. Okay, da liegt's. Ich habe gedacht, der Schuss wäre am Kopf vorbei gegangen. Leider doch nicht. Nicht getroffen. Ich war nicht da oben an diesem Punkt. Warum nicht? Die Frage ist, wollen wir da überhaupt hin? Gehe ich mal hier hin. Das ist nicht so weit. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Ansitz ist. Der Felsen sieht schon interessant aus da. Das irgendeine Besonderheit ist im Spiel. Ich weiß es nicht. Irgendetwas vor uns weggelaufen. Ich kann natürlich hier bei dem bewegten Gelände und den vielen Bäumen jetzt auch nicht sagen, was. Aber jetzt sinniger, wir wären weiter drüben. Hätten wir mehr Überblick. Falls das hier ein Ansitz sein sollte, können wir mal kurz reinklettern. Diese Adler, die hier immer schreien. Wäre auch schön, wenn man die am Himmel sehen könnte. Wenn sie schon schreien, könnten sie auch rumfliegen.
werde ihn mal betreten. Dann werden wir ganz betreten rausgucken. Das, was hier eventuell weggelaufen ist, kann ich auch nicht sehen. There you are. Ich sehe sich nichts bewegen. Kam aber doch von da. Callen nochmal. Bewegung. Da gehen wir halt wieder. Ist es nicht das Spannendste, da drin rumzusitzen? Sollen wir jetzt nochmal hier hochgehen? Ah, den bauen wir anders mal auf. Ha? Wo können wir denn dann noch hingehen? Hier waren wir auch noch nicht in der Gegend. Oder wir machen eine Pause. Ich laufe mal ein kleines Stück nochmal hier runter. Oder wir sprinten mal kurz bis zu diesem Stein. Ha? Den schauen wir jetzt noch schnell an und dann machen wir Pause. So machen wir es. Egal, ob jetzt hier Tiere wegrennen oder nicht. Hier auf diesem schönen weiß markierten Feldweg, der hier in der Mitte diese Ablaufrinne hat. So sieht es aus. Ich glaube, dass das die Weißmarkierung von der Fahrbahn ist. Der Fahrbahnrand des Das schaut, also das Gröbere und dann die Weißmarkierung auf dem Ding. Das ist entweder links oder rechts, je nachdem die Markierung von der Fahrbahn, die hier normal nicht drauf gehört. Würde ich sagen.
da vorne an den Spuren vorbei. Oder waren die schon? Die waren schon, gell? Jetzt hinter uns. Interessantes Teil. Als ich damals in den Staaten war, ist schon sehr lange her. Da waren wir auch im Goblin Valley, Tal der Gnome. Und da gab es diese Felsskulpturen, die sind ähnlich wie das hier, sagen wir mal. Ja, unten ist sehr stark ausgewaschen durch bodennahe Sand, Stürme, jedenfalls starken Wind, der Sand mit sich führt. Und oben dann, ja, bleibt es dann liegen, weil sich es nur unten auswäscht. Oben bleibt dann immer so ein Stein drauf liegen. Quasi unten wird es immer dünner. Schlussendlich hast du oben einen Stein drauf liegen, wo man meint, den könnte man runterkippen. Kann man aber nicht, die sind so fest da drauf. Das ist unglaublich. Ja, eines Tages kippen sie natürlich irgendwann mal runter, aber ganz schön massiv das Teil hier. Da müssen wir mal ein Foto machen, hä? Könnten wir vielleicht mal brauchen, sieht doch hübsch aus. Ich guck mal schnell. Auch eine hübschere Position finden. Normal würde ich den jetzt da so hersetzen. Aber ich mache mal einen noch in der Mitte, weil ich ja immer links unten das Logo habe, der Karte, und rechts steht der Text. Der goldene Schnitt, drum sind auch diese Linien sehr wahrscheinlich da drin, ja. Hier so ein Drittel links oder ein Drittel rechts oder ein Drittel oben oder ein Drittel unten. Das ist für das menschliche Auge das Harmonischste. Wobei es viele Leute, habe ich schon festgestellt, überhaupt nicht stört, wenn man zum Beispiel Fotos von Personen macht und der Kopf ist quasi in Bildmitte. Unglaublich. Also, ich meine, das kann ich vielleicht aus einem künstlerischen Aspekt raus vielleicht mal machen, aber das ist einfach nicht hübsch anzugucken. Oder wenn das Bild genau am Ellenbogen oder genau in der Kniekehle geschnitten ist, also der Bildrand. Ja, das sieht aus wie amputiert. Das ruft im menschlichen Betrachten, der menschlichen Betrachtensweise, Unbehagen hervor. Ja. Man sollte entweder schneidet man mit der Oberschenkel, mit dem Schienenbein, ja, oder ja, mit dem Oberarm, mit der Elle, je nachdem. Aber nie direkt am Gelenk. Das ist nicht harmonisch für das Bild. Wie gesagt, aus irgendeinem künstlerischen Aspekt raus kann es dann mal in Ausnahmefällen Sinn machen, aber im Normalfall ist das nicht das, was man sich gerne anguckt. Man sieht es dann erst, wenn man den Leuten zwei Bilder zeigt, nebeneinander, oder erst das eine, dann das andere, und sie mal fragt, welches hübscher ist. Dann ist es auf einen Schlag das quasi, ja, eher das mit dem goldenen Schnitt, im typischen, als wie die anderen Geschichten. So, dafür genug jetzt mal. Ja. Und ich bedanke mich natürlich wieder bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Auch wenn ich
jetzt hier gar nichts Privates eigentlich fast gelabert habe oder so, sondern wir eigentlich nur im Spiel waren. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, wenn ich nicht immer meinen Senf zu irgendwelchen Themen dazugebe. Wobei ab und zu kann man es, glaube ich, auch mal machen. Jedenfalls danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren. Freue ich mich immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Eddie.